Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind draußen, wunderbare Schneelandschaft. Hier hat es super viel geschneit und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal, wie man Schneelandschaften richtig fotografiert. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was will der Christian uns jetzt hier eigentlich erzählen? Warum soll das anders ablaufen als eine Belichtung im Sommer? Prinzipiell habt ihr recht. Aber dieses Video richtet sich jetzt an all diejenigen, die jetzt in der Halbautomatik oder vielleicht noch in der Automatik fotografieren. Denn da muss man ein paar Dinge beachten. Und um das mal kurz zu erklären, warum das so ist, muss ich ein klein wenig weiter ausholen. Es geht nämlich um die Art, wie die Kamera die Belichtung misst. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die Kamera versucht, die Belichtung immer auf ein 18%iges Grau zu messen. Und wenn wir uns jetzt mal die Landschaft so anschauen, ist hier sehr viel weiß. Und weiß bedeutet für die Kamera, da ist viel Licht. Und wo viel Licht ist, da muss ich kurz belichten. Was also passieren wird, die Kamera versucht, dieses Weiß auf ein 18%iges Grau zu belichten. Und was dann rauskommt, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe die Kamera mal auf Blende 14 eingestellt, ISO 100. Und wir machen einfach mal ein Foto. Ich fokussiere mal hier. Ich mache mal noch eins hier rüber. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen auf meinem Display, seht ihr, dass das Bild zu dunkel ist und der Schnee alles andere ist als weiß. Denn die Kamera hat jetzt eben hier dieses 18%ige Grau eingestellt. Das Ganze ist natürlich nur dann ein Problem, wenn ihr eben in Halbautomatiken seid. Und jetzt will ich euch natürlich auch gerne erklären, wie ihr das Ganze beheben könnt, ohne jetzt in den manuellen Modus zu gehen. Im Grunde müssen wir uns einfach nur vorstellen, dass die Kamera das jetzt falsch bemessen hat. Und wir selber wissen ja, dass das hier weiß ist. Also müssen wir der Kamera sagen, okay, du musst das Bild letztendlich ein bisschen heller machen. Und das geht, und das habe ich schon mal im anderen Video erklärt, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, über die sogenannte Belichtungskorrektur. Ich werde also hier einfach mal die Belichtungskorrektur anklicken oder festhalten. Und ich denke mal, so ein 2/3 bis eine Blende sollte hier ausreichen. Ich bin jetzt mal bei 2/3 Blenden. Wir machen mal noch mal ein Foto. Und ich denke, wir können sogar noch ein bisschen mehr geben. Ich gehe mal noch eine ganze Blende hoch. Ja, und was wir jetzt hier sehen, denke ich, stimmt ihr mit mir überein, dass das jetzt schon eher ein winterliches Foto ist. Wie viel ihr jetzt von dieser Helligkeit haben wollt, das könnt ihr natürlich selbst entscheiden mit der Belichtungskorrektur eben. Wenn ihr natürlich manuell fotografiert, dann besteht dieses Problem natürlich nicht, denn ihr wählt ja die drei Parameter letztendlich so, dass die Belichtung des Bildes eben genau passt. Das also zum Thema Fotografieren im Winter, um schöne Schneelandschaften eben fotografieren zu können, auch in der Halbautomatik, wenn es mal vielleicht ein bisschen schneller gehen muss. Und hier unten habe ich euch jetzt noch zwei andere Videos verlinkt. Einmal geht es ums Blitzen im Studio und zwar um die Highspeed-Synchronisation. Und direkt daneben, da findet ihr noch ein Video zum Thema Blitzen im Gegenlicht. Da waren wir im Sommer unterwegs mit der Linda und das solltet ihr euch auf jeden Fall auch unbedingt mal anschauen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten mal auf Abonnieren, dann verpasst ihr kein neues Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.